Der erste Morgen im Wildniscamp beginnt ziemlich nass, denn es hat die ganze Nacht durch geregnet. Doch unsere 6 Abenteurer haben trotz des Prasselns auf ihre Zeltdächer tief und fest geschlafen. Aufwachen! Aufwachen! Warum? Morgen! Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ich habe mir gedacht, dass wir morgens aufwachen und überhaupt keine Luft mehr kriegen. Hab ich die und dass alle irgendwie schräg liegen, weil immer wenn ich mit irgendjemandem zelte, bin ich total eingequetscht. Aber es ging. Mit den 3 Mädchen im Zelt, es war eigentlich ganz angenehm. Nur unter meiner Isomatte oder was das auch ist, ist das so holpelig gewesen. Ich schlafe auf so einer Scheiß. Hier ist irgendwo eine Kuhle und ich habe die ganze Zeit in dieser doofen Kuhle gepennt. Du hast ja ein bisschen geschnarcht. Boah, es war richtig anstrengend, ey. Boah, Mann, wie du geschnarcht hast. Ja, normal schnarche ich nicht. Oh, nee, das war aber kein normales Schnarchen. Immer erst so ein Grunzen und dann Schnarchen. Ich dachte, ein Schwein liegt neben mir. Oh, sorry. Wenn ich so aufstehe, merke ich schon, da fehlt doch irgendwo mein schönes Bettchen. Aber ich bin frisch am Morgen und ich genieße das sehr, wenn man so dieses Zelt aufmacht. Und so kühle, frische Waldluft strömt so ins Gesicht. Und das ist alles grün und das finde ich immer richtig toll. Leute, wir haben das Klopapier nicht reingebracht. Nein. Wir haben das Klopapier nicht rein. Verdammt. Na super. Ja. Oh nee. Und das Klopapier ist nass. Oh, jetzt können wir gar nicht mehr auf dem schönen Stroh sitzen. Da ist noch mehr nass. Oh, verdammt. Ja, ich habe nasse Schuhe. Hast du auch nasse Schuhe? Ja. Scheiße. Nein. Ey, warte mal. Die lagen halt draußen, die sind hinten rausgerutscht. Sie sind immer noch nicht draußen. So, was macht ihr denn da drinnen? Die müssen sich erst noch mal abpudern. Ja, die sind aber fertig machen. Und schminken. Ja, stimmt. Ich glaube, die Jungs sind hier auch ziemlich eitel. Also ich war schon erstaunt, aber sie sind sogar teilweise eitler als wir. Erkennt sie die Haare? Nein, mit dem Spiegel! Spiegel! Der Freddy zum Beispiel, der hat sich einen Spiegel mitgenommen, einen Kamm, eine Nagelschere. Ich finde, das ist schon ein bisschen komisch, dass das vom Jungen kommt. Also ich finde es nicht schlimm, dass er das dabei hat. Ich finde das mehr so süß und lustig. Klar möchte man schön für die Mädchen sein, aber jetzt nicht so krass so ein... Ja, halt, man muss sich nicht so krass schön machen. Okay, jetzt kann man schnell raus, Mann. Ja. Entspannt euch mal. Oh ja, ich auch. Ja, ist ein bisschen komisch hier inmitten der Natur zu stehen und dann sich die Zähne zu putzen, ohne ein Waschbecken vor sich zu haben. Alles schmierig und komisch. Ich fühle mich halt wie eine Olivenölflasche. Wieso nimmst du denn so viel Schminke mit? Ich habe irgendwie nicht so viel mit. Normal. Das ist für mich schon so wenig. Also nein, jetzt nicht denken, dass ich mich so voll habe. Es sieht bei mir immer noch so dezent aus. Aber ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie so einen Film so ein bisschen drauf. Also das Styling im Wald ist mir schon wichtig, aber es ist mir halt nicht so wichtig wie in der Stadt. Das ist doch mal was anderes, oder? Also wenn ich mir so vorstelle, ich könnte jetzt gemütlich am Samstag noch in meinem Bett sitzen und dann 10 Minuten später einfach mal mein frisch aufgebackenes Brötchen vom Bäcker zu schmieren mit frischer, kühler Putenbrust und einem tollen Kaffee. Oh, Putenbrust, lecker. Zäune nicht rum und setz dich hin. Ja, der frisst eiskalt die Doppelkekse hier. Na super. Weil Essen ist bei mir echt sehr, ne? Essen, Vorsicht. Hm. Du machst mir Angst. Stefan, der isst er uns, weil er nichts mehr hat. So. Hallo miteinander. Hey. Hey. Ich hoffe, ihr seid soweit fertig mit Frühstück, weil heute haben wir noch ein recht straffes Programm. Und was euch gestern ja allen noch auf der Seele brannte, war die Dusche. Die Dusche. Ja. Die Dusche, genau. Deswegen kümmern wir uns da nämlich auch direkt als erstes drum. Dazu gibt es 2 Aufgaben. Zum einen, für eine Dusche braucht ihr Wasser. Super. Solarschauer, das können wir warm machen. Deswegen brauche ich auch 2 Personen, die losgehen und Wasser holen. Okay, also ich mache es. Mit euch auch, ja. Super. Kann ich auch machen. Dann übergebe ich jetzt vertrauensvoll den Sack mal an dich. Danke. Und ihr 2 könnt loszischen. Ja. Auf geht's. Viel Spaß euch, ne? Du, Spaß auch. Jawohl.
Bis gleich. Und ihr, ja, ihr müsst jetzt die Dusche bauen. Wir suchen uns gleich ein paar lange Stäbe, die wir aufstellen können. Wir brauchen einen Baum, der hoch genug ist, dass ihr den Sack dranhängen könnt und euch drunter stellen könnt. Dann braucht ihr einfach nachher nur den Sack oben an einen dicken Ast hängen, Stangen aufstellen, Plane drumrum, Dusche fertig. Und dann haben wir eine Dusche von, für Mädchen und Jungen zusammen. Genau, ihr müsst euch dann absprechen, wer wann duscht. Ja? Ja. Die Suche nach einem geeigneten Ort für ihre Dusche ist gar nicht so einfach. Ich habe voll an die Brennnessel gefasst. Wow. Also, ich habe jetzt mal einen Stock hier genommen, ne? Ja, dann geh los. Ah, hier ist eine Nacktschnecke dran. Was für ein Mädchen. Freddy und Kimmy haben den Bach in der Nähe des Camps schnell gefunden. Wasser gibt es hier genug, aber... Ja, jetzt die Frage, wie holen wir das Wasser? Ich würde mal sagen, da hinten machen wir das, weil da tropft es auch schon und das ist auch relativ trocken und unten ist es auch relativ tief. Da können wir es schön eintunken. Ja, irgendwie will er nicht mehr rein. Da muss mehr rein. Da muss echt mehr rein. Ja. Ehrlich dachte ich nur so, ja, einmal schnell hingehen, ein bisschen eintauchen, auffüllen lassen, rausziehen, zumachen, wieder zurück und duschen. Nein. Was machst du denn da? Ja, von alleine will da kein Wasser rein, es braucht ein bisschen Druck. Aber ganz ehrlich, mehr geht da echt nicht rein. Nein, du musst es drin lassen. Ich glaube, wir haben sogar mehr verloren. Ja, weil du das noch, du musst es ja drunter lassen. Oh. Nein, stopp, du reißt dir die Zähne auf. Nein. Da will nichts rein. Die ist viel zu klein, Leute. Bis hier geht's ja. Und jetzt? Ja, aber von da steht doch kein Spanner und guckt uns zu. Nee, aber wenn die auf Toilette gehen? Außerdem, wenn ihr unbedingt so Angst habt, dann zieht euch eine Unterhose oder eine Badehose dabei an. Ja. Wow. Ich glaube, da muss einfach eine eiskalt hochklettern. Da rutschst du ab. Da rutschst du ab. Ja, das ist wirklich so. Wow. Wie ich es geahnt habe. Oh Gott. Oh Scheiße. Ja. Nein, der muss vor den anderen Ast. Nein. Ach so, hier? Nein! Ich weiß überhaupt nicht, was du willst. Ja, was ist denn da noch für ein Ast? Da ist doch noch so ein kleiner anderer Ast. Oh! Egal. Ja! Yeah! In mein Rock, in mein Rock! Zur Dusche. Okay. Ja, sehr gut. Ah, geil! Geh. Oh Gott. Der ist von dieser Position viel besser. Oh Gott, mein Fuß ist stark. Okay, stell dir einfach vor, es wäre warm, Kimi. Stell dir vor, es wäre warm. Ich bin eigentlich ein Gentleman. Das ist so halt so. Meistens bin ich ein Gentleman, aber manchmal bin ich halt so ein Bad Boy. Ist es voll genug? Ja, es ist voll genug. Wow! Oh mein Gott, du wärst auch fast reingefallen. Fast rein. Brauchst du Hilfe? Nein. Jetzt habe ich ganz dreckige Füße. So, warte, jetzt kommt mal Huckepack. Du kommst jetzt mal Huckepack. Oh mein Gott, ich bin schwer. Also ich glaube schon, dass Kimi beeindruckt war. Ich meine, Kimi hatte keine Schuhe. Ihre Füße waren nass. Und wenn Kimi da übers Gras gelaufen wäre, ich meine, da könnten vielleicht Zecken an ihr Fuß kommen. Oh Gott, lass mich runter. Oh, du bist so krank. Und ich hole jetzt erstmal schnell das Wasser. Oh, da. Okay. Du hast einen Gentleman, ganz fetten Plus. Doppelplus! Ja! Die Dusche steht. Und die Handwerker sind zufrieden mit ihrer Arbeit. Ja geil. Oh. Ich find's gut. Ich find's super, du. Also ich bin sehr zufrieden mit unserer Dusche. Die ist schön groß, hat man so viel Platz. Und kann bestimmt auch super duschen. Ist jetzt nicht ganz so wie zu Hause, aber ich finde, für die Wildnis ist das eine super Dusche. Haben richtig gut hingekriegt. Was fehlt, ist nur noch das Wasser. Aber Freddy und Kimi kommen rechtzeitig mit dem frischen Nass im Camp an. Hallo Leute! Hallo! Wie weit seid ihr mit der Dusche? Ja, wir sind gerade fertig. Und ihr habt im Bach geduscht? Sie hat im Bach geduscht. Nein. Nur fast. Geil. Nein, ich bin nicht reingefallen. Ich bin für unser Wasser, ja? Für unser Wasser bin ich ins Wasser gestiegen. Oh, fett. Das ist schwer. Wie kalt das dort ist.
Okay, komm, wir gehen mal zu den Sachen. Ja. Holt mal jemand den Schlauch noch? Und jetzt guckt euch unsere Dusche an. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir es noch irgendwie hochkriegen. Okay, macht. Leute, könnt ihr ein bisschen hochmachen, dann kann ich gleich sofort duschen. Zieh! Perfekt, Leute. Komm mal, oder kannst du endlich duschen? Ich kann endlich duschen. Oh, sorry! Ich kann nicht duschen! Das ist gar nicht witzig. Oh mein Gott, guckt euch das mal an, das ist gerissen. Geil! Wie geil ist das denn? Was scheiße ist das? Wo ist der Hals? Mann! Diese Person Kasper und dann dieser Name. Und dieser Unfall, das hat alles super zusammengepasst. Die ist einfach abgerissen. Weißt du, was ich mit diesem Scheißwasser gemacht habe? Ich stand im Wasser, er musste mich tragen. Ich kann doch dafür nicht. Ja. Im ersten Moment, wo dieser Wassersack runtergefallen ist, habe ich gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Kimi war an den ganzen Beinen nass. Sie ist extra in diesen tollen Bach reingegangen und hat diesen Wassersack da voll gemacht. Ja, können wir jetzt nichts machen? Ich würde sagen, besorge euch eine neue. Alles klar. Sie müssen es sein, noch mal neu aufhängen, Leute. Nein! Nein! Voll, das war so ein Hey, kann dafür nichts. Guck mal, hier ist es gerissen, dafür kann ich nichts. Abgerissen. Die Abenteurer haben keine Zeit, sich weiter um die Dusche Gedanken zu machen. Denn schon wartet die nächste Herausforderung auf sie. Tobi führt sie zu einer verlassenen Schlucht. So, wir sind mal wieder im Wald. Hier habe ich was Besonderes, Spannendes für euch vorbereitet. Und zwar machen wir Knoten. Wow. Ja! Es wird aber tatsächlich spannend, weil Knoten braucht man für allerhand wichtige Sachen in der Wildnis. Insbesondere, um Seile irgendwo zu befestigen, um die Schlucht zu überqueren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Nee. Oh verdammt. Im ersten Moment dachte ich so, ich hatte richtig Angst erst. Solche Aktionen sind einfach krass geil, wenn Adrenalin in die Höhe steigt. Doch bevor das Adrenalin richtig ansteigen kann, müssen die sechs erst einmal lernen, Knoten zu machen. Ihr habt hier eine Schlaufe. Lasst die einfach mal hängen. Einmal ums Seil drumherum. Dahinter vorbei und nach oben durch. Fertig ist das Ding. Ich möchte, dass den jeder einmal ausprobiert. Jetzt habe ich mich irgendwie verhubbelt. Ich nicht. Helf mir bitte mal. Du hast die Schlaufe. Ja. Jetzt gehst du oben rüber. Dann einmal darüber. Noch einmal rum. Ganz genau. So. Super. Ja! So ist es richtig. So, hier sind eure dicken Seilpakete, die ihr gleich braucht. Wie viele Kilo halten die jetzt? Das sind die 1,8 Tonnen halten. Ah, das ist knapp. Die müssen auf die andere Seite gebracht werden. Werden drüben mit genau diesen Knoten, die ihr gerade gelernt habt, am Baum befestigt. Drüben sitzt der Christoph. Ihr nehmt das Seil, klettert runter, klettert wieder hoch und knotet die drüben fest. Aber wenn sie es jetzt nicht richtig festmacht, also wir alle unten. Ich habe so Schiss. Echt, dass ich irgendwie abstürze. Leute! Fertig! Ich werde immer Schiss haben, bevor irgendwie wir diese Aufgabe machen. Aber ich werde sie, glaube ich, fast immer durchziehen, wenn es nicht krass extrem ist. Eins, zwei, drei. Knoten hintereinander, das sitzt bombenfest. Ja, und das Seil ist auch. Das Seil, wie gesagt, beide zusammen, kannst ein Auto dranhängen. Gut, okay. Ja, aber mich nicht. Ja. Wenn du Glück hast, bleibst du noch hängen. Will irgendjemand als erstes gehen? Ja, ich. Yeah, Adrenalinkick. Los geht's. Wenn ich in der Mitte bin, fange ich an zu schreien. Boah, ich finde es gruselig, wie sie da lang wippt.
habe jetzt keine Angst davor, aber so ein bisschen Unbehagen ist da schon jetzt mit bei. Gimme! Yeah! Hallo! Es war voll cool. Es bringt Spaß. Oha, Leute, das ist echt der Hammer. Kaspar, du schaffst das! Kaspar! Oh, das ist richtig. Also jetzt hier ist es ziemlich hoch. Und wenn man jetzt hier so drauf wackelt und es geht auch manchmal so nach hinten und nach vorn, ne? Ach Quatsch, Kaspar, jetzt komm! Kaspar! Oh. Ja! Komm, wir klatschen uns an. Und das erste Drittel, das war echt. Aber geschafft. Ich wette, du knallst noch hin. Ja. Wollen wir nicht? Ja, sehr gut. Entspann dich. Das ist Show. Ja, ja. Soll ich jetzt auch sagen. Yeah. Yeah. Abklatschen. Du hast überlebt. Ja. Oh Mann, scheiße. Eben dachte ich noch, das wird ja alles ganz entspannt und jetzt ist es nur ein bisschen entspannt. War ein sehr mulmiges Gefühl, hat aber auf jeden Fall Spaß gebracht, aber ich hab's nicht vor, heute nochmal zu machen. Ah, ja, geschafft! Okay. Oh Gott. Scheiße. Du schaffst alles wirklich. Oh nein, ey. Doch. Ich muss mich erstmal kurz konzentrieren. Scheiße! Oh. Nein, nicht scheiße. Toll. Ja. Ich muss mich echt konzentrieren. Ich zitter voll. Oh. Scheiße! Nein! Oh mein Gott! Wenn man da hängt und das erstmal so realisiert, dass man ja sozusagen abgestürzt ist, ist es natürlich schon so ein Schock. Sofort kommt Tobi zu Hilfe und entwirrt die Seile. Wir stellen ein Bein drauf. Ich hab's. Ja, ich hab's geschafft. Komm in meine Arme. In meine. Hä, wie? In meine? In meine. Ja, ich hab's geschafft. Ich freu mich so doll. Ich freu mich so krass, wieder hier zu sein. Das ist echt so, fällt jetzt voll so der Ballast von mir ab. Kaspar ist wieder auf die andere Seite der Schlucht gelaufen, um Antonia zu unterstützen. Ich habe gerade voll die geile Idee. Wir machen einen Wettkampf. Wer als erstes drüben ist, ich überseile. Na, das würde ich nicht tun. Nee, weil ich gewinne, ja. Ja, okay, ich bin gespannt. Ich will nicht so fordernd sein, es ist ein bisschen peinlich, wenn ich ja nicht gewinne, aber... Ich bin gespannt. Das passt schon. Ich glaube, der wird hier nicht gefordert genug, hier in diesem Camp. Deswegen muss ich den jetzt mal fordern. Dann auf die Plätze, fertig, los! Na, ist gemütlich da oben! Oh. Los, komm! Und hier! Hier, komm! Bei Antonia habe ich mich besonders erschrocken, da ich das bei ihr überhaupt nicht erwartet hätte, da sie ja unsere Kletterin war und sie da dann auf einmal so unten eierte. Und da hatte ich echt schon ein mulmiges Gefühl und Sorge um sie. Aber war ja am Ende irgendwie doch alles gut, war doch ganz fröhlich, ist von alleine auch wieder auf die Seile gekommen. Das hätte ich auch nicht erwartet. Das war wirklich der Hammer. Das hätte selbst ich nicht geschafft. Hey! Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Du bist Hammer, wie du bewegst in den Seilen. Hammer. Nach dieser Herausforderung wollen es sich die sechs am Lagerfeuer gemütlich machen.
Doch dafür brauchen sie erst einmal ein Feuer. Gestern haben wir das Feuer für euch gemacht. Heute seid ihr dran mit Feuer anmachen. Das Problem ist, es gibt weder Feuerzeug noch Streichholz. Noch trockenes Holz. Doch, trockenes Holz haben wir sogar für euch. Ich habe natürlich mal wieder ein bisschen was für euch vorbereitet. Mit Materialien, die wir auch sonst nur hier in der Natur finden würden. Das war so klar. Feuersteine? Natürlich. Nee, nein. Keine Feuersteine. Wir machen das ganz auf die altmodische steinzeitliche Methode. Nee, das haben wir das mal gesehen. Das machen wir das nicht mal so anstrengend. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Also, der Bogen wird hier nachher drumherum gewickelt. Man drückt es einfach hier drauf und wenn man den Bogen dann hin und her schiebt, dreht sich das Ding ganz schnell. Möchtest dadurch du das, wird Feuer das so nicht mal heiß. Vormachen? Nein. Dadurch wird das jedenfalls so heiß, dass es anfängt zu qualmen. Das seht ihr relativ schnell. Man muss dann aber schon eine Weile kurbeln, bis man genug hier kleine glühende Partikelchen erzeugt hat, die hier runterfallen, mit denen man nachher ein Feuer anmachen kann. Mann, warum rutscht denn das immer weg? Ja, Feuer zu machen war sehr mühsam. Ich habe die ganze Zeit geglaubt, dass wir ein Feuer hinkriegen. Ich bin so fest überzeugt gewesen. Dieses Feuer zu machen, ah, das war mal auch echt eine neue Erfahrung. Ich saß da an diesem Stock und es war so anstrengend und ich wäre fast verzweifelt, als es nicht funktioniert hat. Nein, nicht zerreißen, ich hab mir das, komm her, lass es mal hier. Ey, ich spüre schon die Wärme, ich spüre schon die Wärme. Oh, das muss reichen, Mann. Ich spüre schon die Wärme. Wenn ihr es schafft, löst doch einmal ab und macht ja, okay, mal. Komm, mach du. Nein. Nein, okay, geh rauf. Alles abklopfen, da oben drauf, hier oben drauf. Und jetzt? So, Vorsicht, Hände weg, vorsichtig pusten. Vorsichtig, wirklich vorsichtig. Ja, Leute, jetzt rein! Aufpassen! Wir haben da Stunden dran gearbeitet und dann kam ja dieser Funke. Und dann ging es eigentlich nur darum, lasst es nicht ausgehen, Leute. Lasst ihn größer werden, damit das Feuer entsteht. Aufpassen. Ruhig, Jungs. Pustet mal, Leute, pustet mal. Nicht zu viel. Nein, stopp. Wir dürfen nicht zu viel. Wie geil, der Feuer, Mann. Noch nicht. Okay, jetzt alle zusammen pusten. Eins, zwei, drei. Ja! Noch ein bisschen. Leute, wir haben es geschafft, Mann! Yeah. Oh, wie super. Also der Moment, als wir es dann angekriegt haben, das war echt richtig, wir haben uns einfach mal richtig gefreut. Das war richtig toll, dass man dann so das Gefühl hatte, ja, also wir haben es alleine geschafft, wir würden jetzt Feuer hinkriegen. Der liebe Freund Feuerzeug wird aber in Norwegen dabei sein. Also, ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt. Habt ihr super gemacht. Danke. Ihr seid gewärmt, alles ist super. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und wir sehen uns morgen früh. Und so geht es weiter. Das erste Mal duschen in der Wildnis. Ein kaltes Erlebnis. Außerdem... Die sechs Abenteurer lernen Klettern für Norwegen und kommen dabei an ihre Grenzen. Wow! Shit! Nein! Durch die Wildnis. Das Abenteuer deines Lebens.